einfacher in der Gelb. Wieder gelb. Eigentlich dürften das langsam blaue Flaggen sein. Statt immer nur gelb. Kaum habe ich die Taste nach oben gedrückt, hat der gebremst. Was soll das denn geben? Okay, Entschuldigung. Das ist recht locker. Locker für meine Runde. Was soll das denn geben? Ich habe meine mitgegeben, das hat werden sollen. Das ist auch geworden. Nein, konnte ich nicht richtig überholen, aber das habe ich nicht ganz geschafft. So, wieder gelb. Wieder grün. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Boah, meine Güte, bin ich jetzt hinter dem hängen geblieben. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Das hilft doch. Und momentan ist meine Let's Play-Kollegin, die Jule, wo ich schon erklärt habe, jetzt mal von dem Projekt her, sie ist momentan nicht ganz gesund, sie hat Fieber und Husten, zumindest Husten auf jeden Fall noch. Und somit kommen wir noch nicht auf eine Aufnahme, deshalb kommt momentan auch ein bisschen mehr Le Mans. Ich denke, es wird euch nicht stören. So, letzte Runde und dann mal in die Box. Ah, jetzt kommt mir übrigens in den Sinn, an dem ich diese Stimme erinnert. Plötzlich an Heiko Wasser. Aber auch nur den Fern. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Der Kerl ist blöd. Mach das hier. Hallo, mach Platz. Hast du schlecht gehört? Dankeschön. Ja, ich weiß, ich habe kaum Sprit. Ich werde ja auch bald in die Box gehen. Keine Sorge. Boah, ist das eine komplizierte Box. Und er ist in der Box. So, jetzt voll. Dann bin ich abgefertigt. Sehr kurzer Boxenstopp. Jetzt wird Vollgas gegeben. Nach einem schnellen Boxenstopp ist er nun wieder im Rennen. Die letzten 6 Runden wird richtig Vollgas gegeben.
jetzt kann ich ja Sprit verschwenden, wie blöd. Immerhin habe ich ja voll getankt. Wow, der bremst ja auch wirklich brutal dann. Lutschig, okay. Hier soll es nicht mehr sein. Gut, die Runde war natürlich mit dem Boxenstopp 21 Sekunden langsam. Gut, ja, sofort das Signal verstanden. Ich habe übrigens heute noch einen anderen PC abgeholt. Den werde ich später mal fürs Gaming nutzen. Wisst ihr, wie viel er gekostet hat? Null. Null Franken. Ich habe ihn gratis von der Arbeit bekommen. Extra gefragt, ob ich den haben kann. Das Ding ist 5,5-jährig, hat aber immer noch eine Grafikkarte drin. Oh, ein böser Crash! Die CAD-Berechnungen, benutzt wurde. Und eigentlich auch für Games doch noch brauchbar ist. Ich denke, damit lassen sich doch die Spiele, die ich habe, die ganz wenigen Spiele, die ich habe, lassen sich doch trotzdem in einer relativ machbaren, guten Qualität spielen. Muss ja bei mir nicht unbedingt gleich Full HD sein. Er fährt einfach fantastisch! Alter! Ungeschickter kannst du dich nicht anstellen, Bilder. Zirtek. Wie gesagt, auf jeden Fall sollte es die paar Spiele, die ich auf dem PC spiele, sollte die Grafik dann doch gut genug sein. Er ist von der Piste abgekommen. Ja gut, wie gesagt, diese Strecke bin ich wirklich mähdrescher. So langsam kommt die Konstanz. Und sehen wir jetzt auch gleich schlecht. Das ist keine schlechte Kurve. Er ist von der Piste abgekommen. Den musste ich jetzt einfach verjagen. Was soll das denn geben? Alter! Wow, was ist denn hier passiert? Ein ganzes Feld ist aufgelaufen. Schade, hätte eine gute Runde werden können. Ups. Also der Sprit reicht auf jeden Fall deutlich. Moment, ich hab's läuten gehört. So, okay.
Das Problem war, dass unser Nachbar hat den Schlüssel vergessen. Der hat noch geläutet. Der hatte Glück, dass ich das überhaupt gehört habe. Und ja, war er draußen, hat den Schlüssel vergessen. Jetzt ist er wieder oben, jetzt hat den Schlüssel geholt. Jetzt sollte es nicht mehr passieren. Okay. 3, 2, 1. Weiterfahren. Was soll das denn geben? Wie soll ich da durchkommen? Also ernsthaft. Und wo ich weg war, hat mir dann auch noch gleich das ganze Mikrofon so rausgerissen aus dem PC. Das muss ich jetzt gleich wieder mal neu einstecken. Diesmal habe ich aber geschaut, dass ich es gemacht habe, weil bei der ersten Testaufnahme habe ich schon mal vergessen, das Mikrofon einzustecken. Ja, sehr schlau. So, weg da. Mal gelb. Letzte Runde. Mikrofon nochmal neu eingerichtet, weil es nicht richtig an meinem Ohr gehangen ist. Jetzt tut es das hoffentlich. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das und wieder in Ordnung zu bringen. Einstellen. Wie die genau bremst. Das ist echt krass. Aber was erwartet man davon? Die KI konnte damals noch nicht wirklich groß entwickelt werden. Und da ist es ja eigentlich schon ziemlich intelligent, wenn man Licht hupen kann und der Gegner dann abbremst oder Platz macht. Das dürfte man wahrscheinlich damals schon als Erfolg bewerten. So, Rennen gewonnen. Geht doch. So, jetzt ist bequem. Auch schon eine halbe Stunde. Wow, das ging länger als gedacht. Chrysler Viper Rekka ist Zweiter geworden, dann Labre Competition, Rook Labre. Alle anderen nicht in den Punkten. Und was für einen Vorsprung ich habe. Ich habe 32 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das sind so viele Punkte, ich könnte drei Rennen in Folge überhaupt keine Punkte machen, wäre immer noch Meisterschaftsführender. Jetzt kommt nochmal Moos an und ich denke, jetzt geht's das Ganze rückwärts. Neue E-Mail von Rook Racing. Rook Racing ist von ihrer jüngsten Fahrleistung sehr beeindruckt und bietet ihnen hiermit für die kommende Saison einen Vertrag für seinen GT2-Wagen an. Wir schauen ihn jetzt einfach mal an von der Stärke her. Oh, nicht schlecht. Ich denke, wir schauen überall mal den Wagen an. Der Zertec Ford Mustang, das ist wahrscheinlich ein Ford Mustang, so sieht der nämlich aus. Der ist noch ausbalanciert vom Handling her. Sehr gut. 5 Liter V8. Zumindest, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ein 5 Liter V8. Soweit so gut. Konrad. Ja, der ist ein bisschen schwächer als der Rook Racing. Chamberlain. Der ist schon sehr stark. Vor allem Geschwindigkeit und Handling. Eigentlich der beste Wagen aus dieser Klasse. Zumindest bislang.